Hallo und herzlich willkommen beim vierten Südwestpitch hier über den Dächern von Kaiserslautern. Heute versuchen die vier Startups IOXP, 3Digify, Homeford und Complero die Investoren und Zuschauer von ihrem Geschäftsmodell zu überzeugen. Würden Sie denn so die Startup-Szene hier in Rheinland-Pfalz oder generell im Südwesten bewerten, vielleicht auch im Vergleich zu Größen wie Berlin? Naja, das ist schwer zu vergleichen. Berlin hat 5000 Startups und in Rheinland-Pfalz und im Südwesten finden wir vielleicht ein paar hundert Startups. Also das wäre Äpfel mit Birnen verglichen. Aber die es hier gibt, sind sehr gut und können sich durchaus mit den Besten auch in Berlin messen. Vielleicht haben Sie nicht genug Selbstbewusstsein, könnten Sie haben. Wenn Sie häufiger in Berlin wären, und ich bin das ab und zu, dann wüssten Sie, dass Sie mit denen auch mithalten können. Es sind immer wieder interessante Ideen dabei und es macht viel Spaß, macht viel Freude, sehr interessant. Der Sieger des vierten Südwest-Pitches steht fest. IOXP hat gewonnen. Nils, wie fühlt es sich an, den ersten Platz gewonnen zu haben? Ja, also das Team und ich, wir freuen uns riesig. Ich habe den anderen jetzt auch schon ein Bild von der Urkunde geschickt und die anderen konnten leider heute Abend nicht hier sein. Aber wir haben halt als Team gewonnen und wir freuen uns auch als Team darüber. Die freuen sich ganz sicher zu Hause gerade mit. Wie fandest du es heute Abend? Ich fand den Abend wirklich sehr gelungen und ich fand es auch sehr schön, interessante andere Startup-Ideen zu finden, zu sehen. Also zum Beispiel 3Digify hat mir sehr gut gefallen. Und insgesamt haben wir auch viele Kontakte knüpfen können. Ich habe mehrere interessante Gespräche geführt und allgemein halt auch dieser Netzwerkgedanke ist gut rübergekommen. Auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch nochmal von uns. Und ich entlasse dich jetzt in den Networking-Abend. Und ich würde sagen, das war's von heute von Factory TV hier beim vierten Südwest-Pitch. Bis zum nächsten Mal.